Wenn du Tiefe, also eine Raumwirkung oder sogar eine dreidimensionale Darstellung in deinem Bild erreichen möchtest, aber die klassische Linear- bzw. Fluchtpunktperspektive dir nicht unbedingt entspricht oder Mühe bereitet, dann findest du unter diesen 5 Techniken bestimmt eine, welche für dich passen könnte. Wir sehen die Welt ja dreidimensional. Wir erkennen, was ist vorne und was weiter hinten und können Entfernungen ungefähr einschätzen. Aber das gilt für unsere Welt hier. Auf einem Blatt Papier oder einer Leinwand, welche beide flach und eindimensional sind, sieht das schon ganz anders aus. Jedoch fällt es uns auf, ist uns sogar sehr bewusst, dass einige Objekte in bestimmten Zeichnungen oder Fotografien im Vordergrund des Bildes zu stehen scheinen und andere im Hintergrund. Dieser Eindruck wird in den darstellenden Künsten Tiefenwirkung genannt und dazu verwenden Kunstschaffende diverse Techniken. Eine sehr bekannte ist die klassische Linear- bzw. Fluchtpunktperspektive. Ich werde auf sie in diesem Video nicht eingehen, weil schlicht zu umfangreich. Dafür werde ich dazu in naher Zukunft ein separates Video erstellen. Im Folgenden möchte ich dir dafür diese 5 Techniken, die sich die Art und Weise zunutze machen, wie unser Gehirn Tiefe wahrnimmt, näher vorstellen und an Beispielen aufzeigen. Natürlich ist das Erzeugen einer Tiefenwirkung ganz besonders beim Zeichnen von Landschaften unverzichtbar. Aber auch bei der Darstellung von Städten und Straßen, also Urban Sketching zum Beispiel, von Innenräumen, aber auch von einzelnen Gegenständen, Tieren und Menschen werden durch die Darstellung von Tiefe verblüffend realistische oder glaubwürdige Effekte geschaffen. Es gilt, die zweidimensionale Begrenztheit des Papiers oder der Leinwand zu überwinden und die Dimension der Tiefe hinzuzufügen. Und zwar durch folgende 5 Techniken. Erstens durch den Höhenunterschied, zweitens durch die Überdeckung von Ebenen, drittens durch Wiederholung und Größe, viertens durch den Detaillierungsgrad und fünftens durch die Luftperspektive. Erstens der Höhenunterschied. Ein einfacher Grundsatz, um eine Raum- und Tiefenwirkung zu erzielen, ist, die Erwartung der betrachtenden Person zu erfüllen. Das bedeutet, wir stellen den Raum so dar, wie es der Mensch gewohnt ist und es nach seiner eigenen Erfahrung erwartet. Somit ist das, was auf dem Boden bzw. im unteren Bereich der Zeichnung ist, im Vordergrund. Was im oberen Teil ist, liegt eher im Hintergrund. Damit machen wir es dem Betrachtenden der Zeichnung leicht, sich im Bild zurechtzufinden und der Eindruck einer dreidimensionalen Landschaft wird so leichter vermittelt. Dieser Höhenunterschied von Objekten ist mitunter das älteste und einfachste Mittel der Raumdarstellung. Zweitens die Ebenenüberdeckung. Der Effekt der Raumdarstellung wird optisch verstärkt, indem man das Bild in mehreren Ebenen aufbaut. Diese Ebenen könnten zum Beispiel Menschen sein, die hintereinander in der Menge stehen. Die Ebenen liegen räumlich so, dass sie sich überlappen. Dadurch ist es für die betrachtende Person sofort offensichtlich, dass die verschiedenen Bildobjekte sich in unterschiedlicher Entfernung befinden und sich so gegenseitig überdecken. Die Überdeckung war bereits in der antiken ägyptischen Wandmalerei ein eingesetztes Mittel, welches sich ebenfalls aus den räumlichen Seherfahrungen ableitet. Drittens die Wiederholung und Größe. Hierbei handelt es sich um die Wiederholung von Objekten. Die Objekte können gleich groß sein oder sich in ihrer Größe unterscheiden. Findet eine Überdeckung von Bildobjekten in einer bestimmten Richtung und mit systematischen Abständen statt, spricht man von Staffelung. Diese Art von Wiederholung wird oft in technischen Zeichnungen oder in Mustern, zum Beispiel Kleider oder Tapetenmuster, verwendet. Werden Bildobjekte, die in der Realität gleich groß sind, auf der Bildebene unterschiedlich groß dargestellt? Also Größenunterschied, scheinen die kleinen Objekte weiter entfernt zu sein als die größeren. Findet diese bewusste Verkleinerung der Bildelemente von unten nach oben auf der Bildebene statt? Siehe Punkt 1, erreicht man eine starke Tiefenräumlichkeit. So kann beispielsweise eine Person etwas größer gezeichnet werden und eine zweite Person deutlich kleiner. Das Gehirn ist sich im Klaren darüber, dass beide Personen ungefähr dieselbe Größe haben müssen und geht so automatisch davon aus, dass eine Person im Vordergrund steht und die andere sich im Hintergrund befindet. Es entsteht also der Eindruck von Tiefe. Ja, jetzt sind wir schon knapp über die Hälfte. Zeit für unseren heutigen Sponsor, und zwar euch und euren Kaffee. Ganz, ganz lieben Dank an diejenigen, die mich auf Buy Me a Coffee unterstützen. Wenn du das auch möchtest, findest du den Link dazu in der Videobeschreibung. Ansonsten freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben und oder einen Kommentar von dir. So weiß ich, wie das Video ankommt und was ich noch verbessern könnte. Sehr gerne kannst du das Video auch mit anderen teilen, denen es weiterhelfen könnte.
All die Sachen helfen auch mir und diesem Kanal weiter zu wachsen und so mehr kunstaffine Leute zu erreichen. Also ganz, ganz lieben Dank dafür. Und jetzt weiter mit Punkt 4. Viertens, der Detaillierungsgrad. Die vorher beschriebenen Methoden, um eine Tiefenwirkung beim Zeichnen zu erreichen, können nochmals verstärkt werden, indem man den Detaillierungsgrad der Bildobjekte in Abhängigkeit von ihrer Entfernung anpasst. An Objekten in der Nähe kann man viele Details erkennen. Liegt etwas in weiter Ferne, kann man diese Details nicht mehr sehen oder ganz schwach. Beim Zeichnen stellen wir also immer weniger Einzelheiten dar, je weiter etwas entfernt ist. Der Detaillierungsgrad beschränkt sich aber nicht nur auf Details, sondern bestimmt auch die Strichstärke und Strichdicke, wenn es eine zum Beispiel lineare Skizze oder Zeichnung ist. Alles, was näher ist, kann man mit einem festeren oder dickeren Strich akzentuieren und alles, was weiter entfernt ist, mit feineren und lichteren Strichen. Das gleiche gilt für eine Strichschraffur. Also für Schatten. Je näher Dinge sind, desto stärker und vielleicht auch komplexer, Stichwort Kreuzschraffur, ist deren Schatten. Je weiter weg, desto einfacher und heller ist die Schattenschraffierung. Fünftens, die Luftperspektive. In unserer Wahrnehmung verändert sich mit ihrer Entfernung nicht nur die Größe von Objekten, auch ihre Farbintensität nimmt ab und sie erhalten einen Blaustich. Man nennt das auch Verblauung. Wenn du also auf einem Hügel oder Berg stehst, dann siehst du das deutlich in der Landschaft. Um diese Tiefenwirkung beim Zeichnen zu erreichen, kann genau diese Veränderung nachgeahmt werden. Da wir beim Zeichnen mit Bleistift oder Zeichenkohle nicht mit Farben arbeiten können, stellen wir die Luftperspektive durch abnehmende Tonwerte oder Strichstärken dar, siehe Punkt 4. Das bedeutet, wir zeichnen die Objekte umso heller und kontrastärmer, je weiter sie entfernt liegen. Wenn du mit Farben arbeitest, dann nimmt hier die Farbintensität ab in der Ferne. Aber nicht nur Striche und Farben nehmen in der Luftperspektive ab, sondern auch die Schärfe. Das kennen wir vor allem aus der Fotografie, sehr klar ersichtlich bei Makroaufnahmen. Hierbei sind Objekte im Vordergrund gestochen scharf, da sie im Fokus stehen. Dahinter wird alles sehr schnell unscharf. Diesen Effekt nennt man Tiefenunschärfe. Du kannst beim Zeichnen und Malen also entferntere Objekte etwas verwaschener darstellen, um eine Unschärfe entstehen zu lassen. So lässt sich die Tiefenwirkung vor allem bei Zeichnungen steigern, die an Makroaufnahmen in der Fotografie angelehnt sind. Diese Methode empfehle ich dir eher in Sonderfällen anzuwenden, weil sie erstens ziemlich schnell daneben gehen kann, wenn man es technisch noch nicht genug beherrscht, und zweitens sie durch die offensichtliche Nachahmung oft aufgesetzt und billig wirkt und so die Stärken der eigentlichen Zeichnung abwertet. Ja, mit dieser kurzen Darstellung hoffe ich, dir einen Einblick verschafft zu haben, wie du in deinen Bildern den Eindruck von Tiefe und Raum kreieren kannst, ohne die klassische Linear- oder Fluchtpunktperspektive. Du wirst sehen, mit etwas Übung kannst du so faszinierende Perspektiven schaffen, die deine Bilder eine beeindruckende räumliche Wirkung gewinnen lässt. Versuche dies auch mit verschiedenen Motiven und auch Stiften umzusetzen. Schon eine einfache Änderung der Zeichnungsmaterialien kann dir ganz neue Erkenntnisse und Erlebnisse ermöglichen. Mein Name ist Jacek, ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren. Mach's gut, auf bald!